Ja, hallo liebe Leute, nach so kurzer Zeit wieder ein FreeCAD-Video. Und zwar, es wurde gerade vor ein paar Minuten eine Frage gestellt zu FreeCAD und der Konstruktion mit oder ohne Datum Planes. Und da wollte ich mich mal drum kümmern und euch zeigen, wo überhaupt da die Probleme liegen und dass es auch gar nicht mehr so viele Probleme sind, wie es mal früher waren. So, wir legen eine neue Zeichnung an oder neue Datei und dann kann man anfangen mit einem neuen Körper, danach einen neuen Sketch oder man sagt direkt einen neuen Sketch, dann macht er automatisch auch einen neuen Körper. Also gehen wir hier und standardmäßig kann man hier ruhig auf einer der Ebenen beginnen. Da muss man nicht extra eine Datum Plane für anlegen, es sei denn, man weiß jetzt schon, dass es nicht auf der Ebene hier sein wird, sondern dass es irgendwo oben drüber liegen soll. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall bei der ersten Konstruktion, beim Konstruktionsstart. Also ich fange standardmäßig in den meisten Fällen auf der XY-Ebene an. Und dann nehmen wir die auch jetzt und dann erzeuge ich meine erste Zeichnung. Und da machen wir schon was Komplizierteres. Aber nichts undenkbar, also nichts riesig Kompliziertes. Ich mache zwei Kreise, die liegen hier auf der X-Achse. Und jetzt die ersten Komplikationen, die treten auf. Wenn ich jetzt hergehe, ich selektiere die beiden Punkte hier, dann diese Y-Achse und gehe hier auf die Symmetriebedingungen und dann werden die orange. Das liegt daran, dass ich zu viele Einschränkungen habe. Und zwar hier habe ich eine Einschränkung, dass der Punkt auf der X-Achse liegen soll. Hier habe ich das auch. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Symmetrie und die einen von diesen kann ich jetzt einfach rauslöschen. Das heißt, ich selektiere dieses Teil hier. Wenn ich das da nicht bekomme, kann ich das hier selektieren. Und dann drücke ich einfach die Entfernen-Taste. Und jetzt ist das wieder nicht zu weit eingeschränkt. Und ich habe hier die Symmetrie und hier auch diese beiden Kreise. So, jetzt zeichne ich zwei weitere Strecken ein. Da fangen wir mit der hier an. Einmal von da nach da. Und einmal von da nach da. Und das ist euch vielleicht vorher schon mal aufgefallen. In manchen Fällen legt er dann hier so ein Tangential mit dran. Und das heißt, diese Achse hier, dieser Punkt, der ist tangential mit dem Kreis verbunden. Und das ist dieser Punkt hier nicht. Kann man jetzt aber so recht nicht sehen. Aber egal, die sollen halt vertikal zueinander sein. Das heißt, ich selektiere einfach die beiden Punkte, drücke einmal die Taste, ich mache mal oben die Tastenkommandos, Taste V für vertikal oder ich klicke einfach hier auf dieses Symbol. Und jetzt sind die beide wirklich immer fluchtend und so soll das auch bei dieser Konstruktion sein. Hier hinten, da haben wir noch diesen Punkt hier nicht tangential an diesen Kreis. Das heißt, ich selektiere den Punkt, dann diesen Kreis und drücke Taste T oder dieses Tangentialsymbol. Und dann fängt er hier wieder an, alles orange zu machen. Und dann gehe ich jetzt einfach her und lösche das raus und schon ist die Zeichnung wieder in Ordnung und dann brauchen wir nur noch die beiden zu selektieren und auch vertikal zu verbinden. Und jetzt habe ich hier so eine Konstruktion, die symmetrisch in dieser Sicht ist und wo diese beiden Strecken immer tangential beiden Kreisen folgen. Jetzt kann ich hier gehen, einfach diese Kreissegmente hier rauslöschen. Das machen wir mit dieser Funktion hier einmal da. Einmal da und dann haben wir jetzt das Teil hier so, wie es sein soll, wie man es sich vorstellt. Jetzt können wir das bemaßen. Also einmal das Maß hier. Das soll jetzt zum Beispiel 60 mm sein.
Und dann haben wir hier den Radius hiervon, beziehungsweise wir können jetzt auch hergehen und das hier umstellen. Wenn wir da Durchmesser haben wollen, dann maßen wir da einen Durchmesser. Und das sind jetzt 40 mm hier. Und da der Durchmesser, das sind 20 mm. So, jetzt ist diese Zeichnung komplett eingeschränkt. Und jetzt machen wir die erste Konstruktionssache, wo man sieht, da ist was falsch gelaufen, wir müssen es korrigieren. So, ich gehe jetzt hier raus. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wie ich weitermachen möchte. Ja, das wird jetzt eine Aufpolsterung von, sag mal, 5 mm Höhe. Und da fällt mir jetzt ein, okay, in die Mitte hier, da möchte ich so einen Zapfen drauf konstruieren. Das heißt, ich mache hier eine Zeichnung drauf. Das mache ich aber nicht so, sondern ich selektiere jetzt diese Ebene hier und mache eine neue Zeichnung. Zeichne da genau auf die Mitte hier diesen Zapfen. Der kriegt jetzt auch einen schönen Durchmesser, und zwar 15 mm, und wird aufgepolstert. Und den machen wir jetzt mal 5 mm hoch. So, und jetzt fällt mir ein, eigentlich hätte ich die Kreise hier direkt mit reinmachen können. Also wechsle ich in diesen Sketch hier und zeichne jetzt die Kreise nachträglich da ein. Das heißt, hier einmal und da einmal. Und die Durchmesser von diesen Kreisen, die werden jetzt hier 20 mm und da 10 mm. Also die Maße spielen hier wirklich keine Rolle, aber es soll ja alles eingeschränkt sein, dass man das sieht. Und jetzt schließen wir das Ganze und dann kommt direkt hier eine Fehlermeldung. Recompute fehlt. Und zwar dieser Pad hier, der funktioniert nicht mehr. Warum funktioniert der nicht? Weil durch die Änderung hier hat diese Fläche eine andere Position in der Topologie dieses Bauteils gefunden und der Sketch liegt da nicht mehr drauf. Das heißt, wenn man den Sketch jetzt hier, der sieht zwar aus, als wenn er darauf liegen würde, tut er aber nicht. Jetzt kann man hergehen, kann sagen, okay, ich selektiere diese Fläche, dann nutzen wir diese Funktion hier, Skizze einer Fläche zuordnen und machen nachträglich diese Verbindung neu für den Sketch Nummer 1. Ebene Fläche, ja, ist genau richtig. Und schon ist der Fehler hier weg. Und jetzt können wir diese Fehlermeldung da, die kann man jetzt auch als erledigt betrachten, weil jetzt ist das wieder in Ordnung. Und also das ist eine der wenigen Stellen, wo man ganz sicher immer so eine Topologieverletzung hinbekommt. Es gibt mittlerweile, das hat früher immer zu Topologieverletzungen geführt, mittlerweile ist FreeCAD da aber wesentlich weiter und ist nicht mehr so, ich sag mal, empfindlich, was diese Sachen angeht. Was ich da meine, das kann ich euch zeigen. Ich zeichne jetzt hier auf diese Ebene eine neue Zeichnung. Und zwar, da machen wir hier Kreis, der kommt dahin und der, dann machen wir hier noch eine, nur damit wir das hinterher genau sicher sind, wo denn der Mittelkreis hinkommt, dann machen wir jetzt hier die Bemaßung, das müsste jetzt eigentlich minus 30 mm sein und da soll dieser Kreis hier einen Abstand bekommen. Und zwar, das ist jetzt der Radius und das machen wir 15 mm. So. Der Radius des Bohrkreises, weil dieses Teil hier, das möchte ich hier als Bohrkreis anlegen. So, dann gehen wir her. Zeichnung ist soweit fertig. Ne, das Loch ist noch nicht bemaßt. Durchmesser 5 mm. So, jetzt ist das auch grün. Und dann können wir das da reinfräsen. Mache ich mal gerade als Tasche und dann machen wir das aber nicht durchgehend, sondern das machen wir jetzt nur 3 mm tief. So, das ist also jetzt nicht durchgehend das Loch, nicht nach unten durch und
dann zeichne ich jetzt ein, mache ich den Bohrkreis. Das heißt, das machen wir so, dass wir diese Pocket hier selektieren und dann hier als Muster das polare Muster auswählen. Bevor das gemacht wird, müssen wir aber die Drehachse des polaren Musters definieren. Das ist eine Stelle, mir fällt nichts anderes ein. Das geht über eine Datumlinie, also eine Bezugsachse, nicht Bezugsebene. Und zwar, da guckt man, da macht man am besten immer Folgendes, dass man die Origins hier einblendet, einmal hier drauf die Leertaste drücken und dann sind die alle aktiv. Und dann können wir einfach diese Achse hier selektieren. Das ist die Z-Achse. Und dann können wir eine sogenannte Bezugslinie erstellen. Und die können wir jetzt verschieben in X-Richtung minus 30 mm. Und dann ist die da genau drin. Jetzt können wir die Origins wieder deaktivieren und dann haben wir da die Bezugsachse drin. Und jetzt möchte ich dieses polare Muster generieren. Das heißt, ich selektiere die Pocket, dann einmal dieses Muster auswählen und dann senkrecht zur Skizze. Das ist in dem Fall falsch. Das heißt, hier geht man einfach her und sagt Referenz auswählen und dann wählt man diese Linie hier aus und schon sieht man, jo, jetzt klappt auch das polare Muster. Und dann kann man hier einfach sagen, okay, 5 Bohrungen sollen das sein und dann sind die Bohrungen jetzt da auf dem Bohrkreis 5-mal angeordnet. So, jetzt zur Sache mit den was früher FreeCAD halt jedes Mal zu einem solchen Fehler ge geführt hat und wo man wirklich Datum Planes anlegen musste ohne Ende. Das ist heute gar nicht mehr so notwendig. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach eine neue Zeichnung auf diese Ebene hier und das machen wir hier und dann ziehen wir hier, dann müssen wir das wieder hier umschalten, dass das weiß ist. Da kommt ein Rechteck hin. So, das Rechteck, das wird hier symmetrisch. So, da ist wieder dasselbe. Da muss die waagerechte Bedingung entfernt werden. Und dann ist das auch fertig. Und dann können wir hier das bemaßen. So, das werden 8 mm. Das hier werden 9 mm. So, und jetzt ist der so noch völlig verschiebbar, aber so soll das eben sein. Ich kann jetzt hier ein Maß festlegen. Machen wir das doch mal. Maß, und das sind 10 mm. Und dann ist die Zeichnung auch eingeschränkt. Und dann können wir das aufpolstern. Und zwar 2 mm. So, jetzt geht man her und macht einen Doppelklick auf das polare Pattern und ändert jetzt einfach hier das auf zum Beispiel 8 Bohrungen. Okay, jetzt ist das weg. Denkt man, das ist ein Fehler. Nein, da ist nichts rot geworden, nur er hat das polare Pattern als aktives Element genommen, geht jetzt einfach her, sagt, wird aktiv. Und dann ist das immer noch auf der richtigen Ebene. Das heißt, ich kann die Anzahl der Bohrungen erhöhen oder erniedrigen und es ändert nichts an der Topologie dieser Fläche hier, auf der der Sketch liegt. Das war früher nicht der Fall. Das ist seit, denke mal, seit der Version 20 oder vielleicht sogar seit der Version 19 ist dieses Thema mehr und mehr erledigt worden. Jetzt können wir hergehen und können sagen, okay, wir machen jetzt was ganz Schlimmes. Wir gehen her auf dieses Pocket hier und da ändern wir hier die Abmessung auf durch alles und dann gehen die Bohrungen durch. Und dann gehen die durch und immer noch ist die Zeichnung in Ordnung. Also man kann hier wirklich sehr wenig machen, um die Topologie aus dem Tritt zu bringen. Das geht natürlich immer noch, aber ich habe hier wirklich vorhin, ich habe das ja schon mal vorbereitet, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hergehe, ich sage, ich will hier auch einen Bohrkreis machen und
dann selektieren wir die Zeichnung hier und wir machen wieder einen neuen Sketch und den, da mache ich jetzt auch die blaue Linie rein hier auf den 30 mm Abstand hier. Das sind 30 mm und dann kommt da ein neuer Kreis hin, der kommt jetzt dahin und er kriegt ein Maß von 3 mm. So, ein Abstand dazu von 7,5 mm ist genau die Mitte, das waren 15, glaube ich, hier. Ja, das passt. Und dann gehen wir her, machen hier die Tasche rein. Da auch wieder nur 3 mm, wie es hier war. Und jetzt können wir mal hergehen, gucken, ob wir den irgendwie zum Ausrasten bringen. Also ich gehe jetzt wieder hier auf die erste Pocket. Das haben wir hier. Und dann ändern wir das hier wieder auf Abmessungen 3 mm. Und wir haben immer noch das hier korrekt. So, dann machen wir hier jetzt auch einen Bohrkreis. Das heißt, wir müssen jetzt genau so eine Tetum-Linie hier generieren. Das heißt, die basiert jetzt auch auf dieser Linie hier, auf der Z-Achse. Und dann machen wir eine neue Tetum-Linie. Und die wird jetzt in X-Richtung 30 mm verschoben. Das scheint nicht ganz so recht zu sein. Müssen wir es doch mal angucken. Ach, 30 mm wollte ich doch haben. So, jetzt ist es richtig. So, dann können wir die Origins hier wieder ausblenden. Und jetzt können wir hier das neue polare Muster anlegen. Und zwar, das wird auch Achse. Da nehmen wir eine Referenz, wählen die aus. Und dann machen wir hier 8 Bohrungen und jetzt machen wir noch eine Zeichnung hier drauf, sagen wir mal ein Rechteck da und das wird eine kleine Pocket und die geht so 1 mm rein und dann ändern wir jetzt das polare Pattern ab und dann machen wir auf einmal nur noch 6 Bohrungen. Machen wir das wieder aktiv. Läuft immer noch. Also ich sehe hier wirklich keine Chance, dem irgendwie ans Zeug zu flicken, was die korrekte Generierung angeht, der Nummerierung, der Topologie, wenn man schon solche großen Änderungen hier macht. Kann jetzt durchaus sein, wenn ich jetzt hier, aber das kann ich ja gar nicht mehr machen. Ich bin ja jetzt schon so weit, wenn ich hier seitlich reinbohre, das wird ja hier drunter gelegt, nicht da rein. Also Datum Planes und Datum Linien sind wirklich nicht mehr oder in nur noch sehr, sehr wenigen Fällen notwendig. Es würde mich freuen, wenn euch dieses Video hier weiterbringt, wenn ihr ein Abonnement für diesen Kanal da lasst und einen Klick auf die Glocke, dann werdet ihr auch über neue Videos von mir informiert. Und das war es auch schon zu diesem Thema. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!